Alle herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Sperl und ich habe wie immer die Ehre, diese Webinare zu halten. Und heute mit einer sehr großen Freude. Wie der ein oder andere weiß, hatten wir seit Jahren das Problem, dass Beitragstabellen und Abteilungstabellen oder eigene Tabellen nicht in Serienbriefen verwendet werden konnten. Das lag zum einen ganz stark im Endeffekt an der Struktur unserer Datenbank und das lag zum anderen auch ganz stark daran, wie im Endeffekt also der von uns verwendete Report-Generator List and Labels von unserer Entwicklung ja, ich sage jetzt mal, bedient werden kann, also mit Daten gefüttert werden kann. Ja, das hat sich jetzt aber alles geklärt, Gott sei Dank, und seitdem haben wir eine neue Möglichkeit. Und diese Möglichkeit kann ich schon mal zeigen, wie das mal im fertigen Zustand aussieht. Das finden wir mit dem nächsten Update unter Kommunikation Vorlagen. Finden wir im Endeffekt hier einen neuen Serienbrieftyp. Und dieser neue Serienbrieftyp, der nennt sich Brief. Ganz einfach nur Brief. Dieser Serientyp Brief wird kurz oder lang alle Mitgliederbriefe und alle Serienbriefe ersetzen. Es ist leider technisch bedingt, und das sehen wir jetzt auch gleich dann später, wenn wir damit arbeiten, es ist leider technisch bedingt nicht möglich, das Ganze so umzusetzen, dass wir im Endeffekt das systemseitig umstellen, sprich, dass also jeder Verein dann später eben diesen Brief automatisch drin hat und der eben dann Mitgliederbriefe oder Serienbriefe ersetzt. Nein, es geht leider nicht und deshalb muss irgendwann mal jede Vorlage umgestellt werden. Jetzt ist es ja bekanntlich so bei diesen Vorlagen, dass die irgendwann mal, ich sage jetzt mal, auch ein Ablaufdatum haben. Denn wenn also zum Beispiel eine Mitgliederversammlung mal zu Ende geht, dann brauche ich wahrscheinlich die Einladung für diese Mitgliederversammlung natürlich nicht mehr. Es ist schön, dass ich es aufbewahren kann, aber ich brauche selbst die Vorlage nicht mehr. Und das wäre dann eben genau der richtige Moment, vielleicht in dem nächsten Jahr oder bei der nächsten Versammlung, dann eben diese Vorlage eben auf diesem neuen Typ Brief eben dann umzustellen. Wir wissen, dass das Ganze lang dauern wird, jahrelang bestimmt, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis der letzte Mitgliederbrief oder Serienbrief im Endeffekt dann ad acta gelegt werden kann. Und deshalb bleiben natürlich diese alten Vorlagentypen auch noch erhalten. Nur es ist so, jeder, ja, ich sage mal so, jeder Benutzer, der was auf sich hält, der sollte in Zukunft dann bitte diesen Vorlagentyp Brief verwenden als Ersatz im Endeffekt für die Vorlagentypen Serienbrief und Mitgliedsbrief. Warum sollte ich das machen? Das ist ganz einfach. Und zwar liegt das Ganze im Interesse eines jeden Einzelnen. Denn bei diesen Vorlagen haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, Tabellen mit einzubinden. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht mehr eben mit irgendwelchen If-Clauses abfragen, welche Beiträge jemand hat oder in welchen Abteilungen er Mitglied ist. Nein, ich kann diese Tabellen jetzt praktisch direkt in Vorlagen einbetten und je nachdem, wie viele jetzt in meinem Beispiel hier Beiträge oder Abteilungen später ein Mitglied hat, wird das Ganze eben hier entsprechend ausgedruckt. Das ist schon mal der erste große Vorteil und jetzt muss man sich natürlich das in der Komplexität von NetXP-Vereinen noch mal vor Augen führen, denn natürlich ist es jetzt dann auch möglich, dass man im Endeffekt Briefe erstellt, für die Familienoberhaupt zum Beispiel, in dem dann tatsächlich drin steht, für welches seiner Familienmitglieder er wie viel bezahlt. Das wollen wir jetzt in dieser Stunde oder will ich das mal ganz kurz demonstrieren, eben welche Möglichkeiten wir jetzt hier haben und vor allen Dingen also, wie das Ganze dann grundlegend funktioniert, dass sich im Endeffekt auch jeder selbst so eine Vorlage bauen kann. Ich hoffe, dass dieses Update möglichst bald rauskommt. Also es sind immer noch, also auch heute sind noch bis 16.45 Uhr Änderungen durchgeführt worden. Zum Beispiel bei den Abteilungen, wenn einer kein Ablaufdatum hat, dann steht dann immer so ein komisches Datum drin wie 01.01.001. Es sind so kleine Änderungen, die jetzt immer noch durchgeführt werden. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass gleich in der ersten Januarwoche dann dieses Update entsprechend erfolgen wird, sodass diese Möglichkeiten eben dann allen zur Verfügung stehen.
Das Ganze betrifft übrigens nicht nur die Tabellen der Beiträge und der Abteilungen, nein, das betrifft alle Tabellen wie Weiterbildungen, Ehrungen. Das betrifft alle Tabellen, die in irgendeiner Art und Weise mit einem Mitglied in Verbindung stehen. Also auch die ganzen eigenen Tabellen eventuell, die ein Verein erstellt hat und die also im Mitgliederbezug stehen. Diese Tatsache alleine, warum macht der Sperl da eine Stunde Webinar? Aus einem ganz einfachen Grund, denn ich will auch heute noch technisch etwas demonstrieren, was ich also in den letzten Jahren dieser Seminare oder dieser Webinare immer ausgelassen habe. Und zwar ist es die Verkettung von Elementen. Nur jetzt natürlich mit diesen Tabellenelementen macht es natürlich Sinn, dass wir Elemente in unseren Briefvorlagen verketten, dass also die Brieflänge, sage ich jetzt mal, also wie lang ein Brief wird, dass sich der natürlich dann sehr stark davon abhängig macht, wie viele Tabellenzeilen hier eben in einer Tabelle entsprechend erfasst wurden. Genau, ja. Zuallererst würde ich mal vorschlagen, wir kopieren mal diese Standardvorlage hier bei mir, also diesen Brief am Mitglied zur Datenüberprüfung. Und ich gebe jetzt mal diesem hier einen neuen Namen, und zwar nenne ich das Seminar 21.12.23. Denn ich würde gerne mit einem leeren Blatt Papier beginnen und nicht eben schon mit einer kleinen Vorlage. Ich bearbeite die Vorlage, diese Briefvorlage, wie wir das auch aus allen anderen Vorlagen gewohnt sind. Und ich bekomme auch, wie immer, hier meinen Vorlageneditor eben entsprechend angezeigt. Man kann sich schon ein bisschen vorstellen, hier auf der rechten Seite sehen wir schon, wie denn das Ganze später gemeint ist mit dieser Verknüpferei hier oben. Aber wir wollen jetzt hier eine ganz eigene Vorlage gestalten. Ich will das Ganze jetzt innerhalb dieses Webinars nochmal komplett von vorne aufbauen, dass man eben auch lernt, wie denn das Ganze hier funktioniert. So, leeres Blatt Papier. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich das Ding hier, Sekunde, irgendwo bei 15 Millimetern setze, damit ich weiß, wo also der Rand von meinem Fensterkuvert ist. Gut. Ja. Was ändert sich jetzt mit diesem Vorlagentypbrief? Hier ändert sich tatsächlich eine Menge. Und zwar zum einen, schauen Sie mal, haben wir jetzt hier unter anderem auch sogenannte Berichtscontainer, die wir einfügen können. Das ist drin. Und was auch drin ist, aber das ist eine viel, viel spätere Schulung, das sind dann sogenannte Kreuztabellen. Jeder, der in Excel ein bisschen Ahnung hat, der kennt den Excel-Namen dafür, das sind sogenannte Pivot-Tabellen. Auch diese sind hier in diesen Listen-Labels hier, ist es möglich, diese Pivot-Tabellen hier entsprechend einzubauen. Was ich, glaube ich, ganz cool finde, später dann bei Geburtstagslisten, zum Beispiel über verschiedene Abteilungen hinweg, kann ich mir das gut vorstellen. Ansonsten merken wir zuallererst jetzt mal keinen sehr großen Unterschied. Später, wenn wir also hier Texte einfügen und dann mit sogenannten Variablen arbeiten, was ist also ja wie immer in NetXP-Vereinen, was wir also hier gewohnt sind, werden wir sehen, dass diese ganzen Variablen jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, andere Namen besitzen. Das heißt, der Geburtsname, der hieß bisher einfach nur Geburtsname und jetzt heißt diese Variable Stammdaten.Geburtsname. Und deshalb gibt es hier natürlich, hoppla, nein, Adressen heißt ja gar nicht, doch Adressen. Und deshalb haben wir das Ganze jetzt viel besser kanalisiert, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich die Adressen eben in einem Register Adressen, dass ich das leichter finde. Ich habe natürlich dann auch hier eigene Felder als eigene Kategorie, Kontakte oder auch Kontodaten. Das bedeutet, das Suchen und Finden von Variablen sollte also mit Hilfe dieser Gruppierungen eben deutlich einfacher geschehen. Ich würde mir vorschlagen, wir designen erstmal so ein kleines Anschriftenfeld. Mit dem fange ich jetzt mal an hier. Mit Kalibri 8 und ich schreibe jetzt mal eben rein, TSV Test Verein.
So, das unterstreiche ich jetzt hier noch. Das sind Dinge, die sind wir ja gewohnt oder die kennen wir und können auch damit umgehen. Übrigens ist natürlich und selbstverständlich der Einsatz eines Briefpapiers an dieser Stelle hier ganz genauso möglich, wie wir es früher gelernt haben in den Serienbriefen oder in den Mitgliederbriefen. Also ganz genauso könnten wir natürlich auch an dieser Stelle hier uns über den Bereich Bausteine, können wir uns im Endeffekt hier dann einen neuen Baustein anlegen, dann einen aus dem Ordner LL unten umstellen auf Etiketten, dann die Vereins-ID. Ich habe leider bei dem Verein jetzt kein Briefpapier, aber das würde also ganz genauso funktionieren, natürlich, dass wir hier mit Briefpapier arbeiten können. Ja, jetzt geht es mal darum, zum ersten Einsatz von entsprechenden Variablen. Also das ist das Erste, was sich, wie gesagt, hier geändert hat. Das bedeutet, ich kann also jetzt hier einen formatierten Text eintragen, zeichne mein Adressfeld und kann jetzt eben mit den Variablen hier beginnen entsprechend. Und wie gesagt, natürlich ist es immer noch möglich, dass wir hier zu tippen beginnen und wir haben also dann hier unten natürlich die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen. Wir können natürlich das Ganze auch fertig schreiben, zum Beispiel Stammdaten.Vorname. Natürlich ist es möglich, das Ganze eben auch mit if-Clauses abzudecken, dass man eben sagt, if Stammdaten.Alter größer 18 soll irgendwas passieren. Also auch das ist möglich, nur dass die Variablen eben jetzt inzwischen anders benannt werden. Und das, liebe Teilnehmer, ist übrigens der Grund auch, warum wir diesen Vorlagentyp Brief nicht ersatzlos austauschen können mit den Vorlagentypen Serienbrief und Mitgliederbrief. Denn in den Vorlagentypen Serienbrief und Mitgliederbrief heißen natürlich diese Variablen immer noch Vorname oder Nachname. Und hier in dieser neuen Vorlagenart nennt sich das Ganze dann eben Stammdaten.Vorname oder Stammdaten.Nachname. Das bedeutet, wenn man also das einfach rüberkopiert, würden 1000 Fehlermeldungen kommen, weil er sagt, ich kann die Variable Vorname nicht interpretieren. Die stimmt nicht. Natürlich könnte man das überarbeiten und könnte dann diese alte Vorlage löschen, aber das würde ich tatsächlich also hier definitiv keinem zumuten. Stammdaten.Vorname und genauso kann ich hier auch die Stammdaten.Nachname einführen oder einfügen. Ja, genau. Wir können uns noch daran erinnern, dieses Feld ist nur so breit, dass es später locker für Vor- und Nachname reicht. Jetzt mit dieser Schriftgröße Arial 12 und dieser Textlänge hier würde er das umbrechen. In Wahrheit schaut es später dann so aus, dass das natürlich in einer Zeile steht. Wenn ich einen Umbruch haben will, muss ich also tatsächlich mit der Taste Enter hier hinten umbrechen. Ja, dann nur mal Stammdaten.Straße. Und da sehen wir, das geht nicht, weil das natürlich Adressen. Punkt. Ich kann es immer noch nicht. Schauen wir mal. Also, machen wir es mal so. Adressempfänger, Straße, stimmt. Für mich ist auch noch neu. Das ist Stammdaten.Adressen.Adressempfänger Straße. Das ist im Endeffekt dann die Straße des Mitglieds, wenn über das Feld Adressempfänger unten entweder Privatadresse, Firmenadresse oder Zusatzadresse ausgewählt wurde. Also je nachdem, was unten ausgewählt wird, wird dann bei dem Mitglied eben hier verwendet. Und dann nochmal eine Zeilenschaltung und dann auch wieder aus den Adressen Adressempfänger Postleitzahl. Und dann ein Leerzeichen dahinter und dann Adressempfänger Ort. Ich weiß, dass das ziemlich komisch ausschaut, was wir hier einfügen, für das, was wir am Schluss hier erhalten. Also mehr ist es nicht. Aber wenn man hier mal ein paar Mal damit gearbeitet hat, dann ist das alles selbstverständlich, dann geht das alles in Fleisch und Blut über. Das nächste, was hier in dieser Briefvorlage dann eben verwendet wird, ist ein formatierter Text. Wieder ein formatierter Text, in dem ich also jetzt hier reinschreiben kann, weiß ich nicht, Übersicht die von dir bezahlten Beiträge. Fett.
Genau, und jetzt an dieser Stelle hätte ich jetzt gerne eben eine Tabelle eingefügt, mit der ich eben mal ganz schnell sehe, für welches Mitglied muss ich welchen Beitrag bezahlen und welche Abrechnungszeiträume haben denn die Beiträge, die ich also jetzt für das entsprechende Mitglied hier einfüge. Und dazu wähle ich jetzt eben diesen ganz neuen Berichtscontainer aus und zeichne mir, wie wir das gewohnt sind, an eine Stelle, an eine gewünschte Stelle eben einen Kasten, der so groß ist, wie später die Tabelle maximal sein kann. Also später wird die Tabelle natürlich, wenn es kleiner ist, natürlich kleiner dargestellt als dieses Feld, aber sie kann nicht größer sein. Das bedeutet, wenn später die Tabelle hier größer ist, dann wird diese Tabelle eben auf einer zweiten Seite dargestellt. Also wenn mehr Tabellenzeilen drin sind, also hier eben aus oder anzusehen sind, dann muss das Ganze eben später auf einer zweiten, dritten oder vierten Seite dargestellt werden. Wahnsinnsübersicht hier. Was wollen wir denn einfügen? Eine Tabelle, eine Kreuztabelle, ein Diagramm, ein Gantt-Diagramm. Wer das nicht kennt, James Gantt war ein englischer Ingenieur zu Zeiten der Industrialisierung des Eisenbahnbaus in England und der hat diese komischen Balkenzeitdiagramme erfunden, diese Balkenpläne, mit der eben jetzt zum Beispiel eine Bauzeit entsprechend dargestellt werden kann. Ja, dann das nächste sind da Unterberichte und Elemente importieren, also aus einem Berichtscontainer, zum Beispiel aus einem anderen Projekt. Das lassen wir jetzt mal weg. Hier wird es natürlich später noch ganz spezielle Seminare dazu geben. Das erste und einfachste ist hier eine Tabelle. Ja, und jetzt, liebe Teilnehmer, schaut mal, diese Tabellen stehen mir jetzt zur Verfügung. Das bedeutet, ich kann die Abzeichentabelle, die Beitragstabelle, die Benutzertabelle, die Berichtetabelle, die kenne ich jetzt nicht mehr ganz genau, dann das Dienstbuch, Ehrungen, Familien, dann die Funktionsübersicht, das sind zwei eigene Tabellen, das ist Getränkeliste, das ist auch eine eigene Tabelle, Vereinsfunktionen ist auch eine eigene Tabelle. Gruppen, Sparten und Weiterbildungen kann ich eben jetzt hier einblenden. Ja, jeder, der bei mir ein Seminar gemacht hat, der dabei war, eben bei den eigenen Tabellen, der wird sagen, ha, Vereinsfunktionen bedeutet das richtig. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir also Briefe erstellen, auf denen alle Vereinsfunktionen, die ein Mitglied jetzt und auch historisch hatte, eben entsprechend mit den Zeiten entsprechend dargestellt werden kann. Das eröffnet eine komplett neue Dimension innerhalb der Berichterstattung zu den Mitgliedern. Getränkeliste, ganz genauso kann ich also ausdrucken, was er denn letztes Jahr verbraucht hat, ohne dass ich das jetzt eventuell abrechne, zum Beispiel. Ja, oder Geräteleien oder je nachdem, was es eben hier in diesen eigenen Tabellen gibt. Für uns ganz einfach, jetzt am Anfang, was heißt ganz einfach, ich würde jetzt gerne mal hier natürlich die Tabelle der Beiträge eines Mitglieds entsprechend darstellen. Ja, an dieser Stelle hier kann ich jetzt die Variablen auswählen, die ich in dieser Tabelle jetzt standardmäßig anzeigen will. Also, das bedeutet, also mir wird automatisch jetzt gleich fertig eine Tabelle gebaut mit standardisierten Spaltenbreiten, mit standardisiertem Aussehen, mit standardisierter Fußzeile. Ich brauche aber nichts machen, ich brauche keine Überschriften einfügen etc. Das macht also alles dieser Datenauswahlassistent hier. Wenn wir den Datenauswahlassistenten nicht wollen, dann können wir übrigens hier auch auf OK klicken später und dann wird diese Tabelle eben leer erstellt und wir können dann im Endeffekt diese ganzen Tabellenzeilen hier von Hand erstellen. Aber das will ich jetzt nicht, denn ich will jetzt mal beginnen hier. Und zwar hätte ich jetzt gern mal hier drin den Namen des Mitglieds. Und zwar, man sieht es schon, erster Buchstabe oder Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben, da kann man alles Mögliche reinsetzen. Und zwar will ich oder hätte ich jetzt gern das Mitglied in dieser Tabelle. Also welches Mitglied es ist. Dann hätte ich gerne in der Tabelle die Beitragsklasse, also sprich die Bezeichnung des Beitrags, das diesem Mitglied zugeordnet wurde.
dann hätte ich natürlich hier gerne zu meinem Test mal den Betrag drin und den Abrechnungszeitraum, dass er also weiß, wie oft im Jahr dieser Beitrag bezahlt werden muss. Genau, so, also diese drei, die Abrechnungsperiode, den Abrechnungszeitraum, den will ich also auch noch hier haben. Klicke ich auf OK und jetzt wird mir diese Tabelle hier schon fertig zusammengebaut. Das macht jetzt automatisch eben hier jetzt dieser Datenauswahlassistent und wie wir das hier in Excel gewohnt sind, können wir also jetzt hier unsere Spaltenbreiten entsprechend verändern und können also auf diese Art und Weise im Endeffekt hier so eine Tabelle darstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt mit dem Mitglied hier das Richtige ausgewählt habe oder das Falsche. Aber wie gesagt, für mich ist das ein relativ neu. So, Sekunde. Ich speichere jetzt diese Vorlage einfach mal und führe die mal zum Test aus. Das bedeutet, ich habe also jetzt hier diese Vorlage erstellt, 21.12.2023 und kann jetzt, das ist das nächste, was Neues, sehen wir jetzt auch gleich, über die Mitgliederliste ganz normal drucken. Hier meine Mitglieder. Ich muss jetzt nur mal bei der Trapp Alina zum Beispiel mal einen Beitrag einfügen, der vom Neugebauer Alexander bezahlt wird. Also, ich will jetzt mal hier einen Einzelbeitrag und den soll ein anderes Mitglied zahlen, und zwar der Neugebauer Alexander. Denn ich will das demonstrieren, dass man das eben dann später auch sieht, dass eben hier auch Beiträge erscheinen dann, die von anderen Mitgliedern entsprechend bezahlt werden. Ja, nochmal in die Mitgliederliste rein. Oder für, ja, wir sollen sagen, dass Beiträge erscheinen, die ich für ein anderes Mitglied übernehme. Ja, wie immer klicken wir unten auf Drucken. Und jetzt, wie gesagt, neu. Früher hatten wir den Serienbrief aus dem Vorlagendesigner und jetzt hier unten haben wir den Brief aus dem Vorlagendesigner. Jetzt muss ich natürlich wissen, was ich will. Wenn ich natürlich Daten aus einer eigenen Tabelle laden will, dann erhöht das natürlich etwas die Ladezeit, je nachdem natürlich, wie viele Einträge sich in diesen eigenen Tabellen befinden. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass meine Tabelle später alle Beiträge auswerfen soll, die jetzt er für sich selbst und für andere Mitglieder bezahlt, dann muss ich das hier auswählen. Wenn ich das nicht mache, dann werden natürlich nur später dann die Beiträge gedruckt in dieser Tabelle, die tatsächlich dem Mitglied zugewiesen wurden. Das ist natürlich wichtig, dass wir diese Möglichkeit schaffen, denn anders wäre es ja gar nicht möglich, sonst würden ja immer nur die eigenen Beiträge auftauchen und ich könnte mir also diese anderen Mitglieder hier überhaupt nicht mit einblenden. Briefempfänger ignorieren, denn der Alexander Neugebauer ist eingestellt, dass er keinen Brief erhalten soll. Und der hat übrigens keine Straße, Postleitzahlort. Ignorieren wir jetzt mal. Und dann wählen wir diese neue Vorlagentyp aus, diesen Briefvorlagentyp. Und ja, muss ich auch noch gleich was erklären. Und jetzt wird das Ganze eben dargestellt und ich kann mir das auch wieder in der Vorschau ausgeben. Auch das ist neu, weil diese Vorschau bei diesen Tabellen etwas länger dauert. Und das Erstellen geht genauso schnell wie früher, aber die Vorschau selbst dauert etwas. Während des Lot. Das Briefpapier an sich braucht man aber nicht abpassen. Nein, das Briefpapier an sich, hier kann das alte verwendet werden, Beitragsklasse. Ja, also wie gesagt, ich bin nur ein bisschen hölzern, wie man sieht. Ich habe also jetzt hier die falschen Felder gewählt. Einmal habe ich beim Mitglied das Falsche gewählt und bei der Beitragsklasse. Also, das muss ich nur mehr überarbeiten. Wie gesagt, genau. Also, das Briefpapier kann belassen werden. Es muss nicht angepasst werden. So, jetzt zur direkten Tabellbeziehung, sage ich jetzt mal. Also, wir haben ja hier und die Beitragsklasse drin und das Einzige, was ich jetzt hier austauschen muss, das sind natürlich hier jetzt die Variablen drin. Und ich habe hier immer noch alle Variablen. Also wer früher mit einer Tabelle arbeiten konnte, der kann das jetzt auch, weil das im Endeffekt nichts anderes ist als eine Tabelle, genauso wie die Tabelle der Mitglieder zum Beispiel. Die Mitgliederliste früher, genauso ist das im Endeffekt auch hier mit drin.
Ja, und zwar heißt dieses Feld natürlich nicht Beitragsklasse, sondern dieses Feld heißt Beitragsgruppe. Also, das ist schon mal der erste Schmarrn, Beiträge.mitglied. Jetzt müssen wir uns aber erst einmal das Mitglied anschauen. Und zwar ist das falsch, denn hier kommt der Mitgliedsname rein. Also, nicht Beiträge.mitglied, sondern Beiträge.mitgliedsname. Und hier eben bei Beiträge.mitglied. Beitragsklasse muss dann hier die Beitragsgruppe mit rein. Beitragsgruppe, jetzt glaube ich, passt das Ganze. Schauen wir mal in der Vorschau. Ich muss das mal ganz kurz noch mal testen, Sekunde. Ich glaube, da zeigt er jetzt die Mitgliedsnummer nämlich an und nicht den Namen des Mitglieds. Jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Das ist die Mitglieds-ID, die hier jetzt angezeigt wird. Jetzt muss ich das Ganze nochmal anpassen. Aber Ja, vorher so hat er ist doch einen Mitgliedsnamen noch gesagt. er. Ja, aber das war der falsche beim Alexander Neugebauer, weil der hätte eigentlich auch den Zahler. Die eine Zeile von der Alina Trapp mit anzeigen müssen. Also, das war aber trotzdem vorher richtig. Und zwar ist es tatsächlich hier das Mitglied und nicht der Mitgliedsname. Genau, muss ich das mal ein bisschen breiter machen hier. Genau. Ja, was man hier natürlich auch entscheiden kann, es wird automatisch hier eine Fußzeile eingefügt und diese Fußzeile summiert automatisch die Beiträge unten. Für Vereine, bei denen natürlich alles Jahresbeiträge sind, ist das super, weil dann wird im Endeffekt dieser Beitrag unten summiert und im Endeffekt wird hier unten der Jahresbeitrag summiert. Oder wenn wir Vereine haben, bei denen alles nur Monatsbeiträge sind, ist auch klar. Wenn ich also diese Abrechnungsperiode, wenn die hier natürlich entsprechend, wie soll ich sagen, homogen ist, dann wird natürlich in diesem Summenfeld unten auch die korrekte Summe immer angezeigt. Problematisch ist das Ganze natürlich dann, wenn ich auf der einen Seite Monats-, Quartals-, Halbjahresbeiträge oder Jahresbeiträge bei Mitgliedern mischen kann, denn das kann er leider nicht, dass er das Ganze, sage ich jetzt mal, dann hier aufs Jahr entsprechend hochrechnet. Das macht man auch mal, das geht auch. Wir müssen aber hier ein Seminar abhalten, extra eins, das dauert bestimmt mindestens 1,5 Stunden. Und zwar müssen wir dann später hier bei jeder Abrechnungsperiode eine Gruppe bilden, also die Gruppe der Monatsbeiträge, die Gruppe der Jahresbeiträge, die Gruppe der Halbjahresbeiträge und die Gruppe der Quartalsbeiträge. Und dann müsste man im Endeffekt hier für jede Gruppe eine eigene Summe bilden und diese müssen wir dann entsprechend multipliziert in einer Gesamtsumme verdichten. Aber wie gesagt, das würde dieses erste Webinar hier vollkommen überfordern. Ich will nur eins zeigen, dass wir natürlich diese Fußzeilen hier auch entfernen können. Dann wird später eben hier nur tatsächlich dann das ganz klein angezeigt. Und was mir aufgefallen ist, was also auch viel schöner ist, muss ich sagen, das ist, wenn man also jetzt nicht unbedingt hier mit einer riesigen Schriftart wie Arial 12 arbeitet, also ich markiere diese ganzen Zeilen hier durch, ich markiere die erste, drücke die Umschalttaste und dann springe ich bis zur letzten Runde. Jetzt habe ich also praktisch alle vier markiert und ich kann dann eben hier erstens einmal ein bisschen eine schönere Schriftart auswählen. Ich bin immer nur ein Calibri-Fan, weil die so schön schmal ist und dann 10 finde ich persönlich völlig ausreichend. Und wenn man das natürlich in der Datenzeile macht, sollte man das natürlich auch hier in der Kopfzeile machen. Also auch hier Calibri 10, aber von mir aus fett. Genau, jetzt haben wir also deutlich mehr Platz. Schauen wir uns das Ganze noch mal an.
wieder drucken. Brief, alle Beiträge, die das Mitglied zahlt, aufführen. Also alle Beiträge, die das Mitglied zahlt. Ach, ich glaube, ich weiß schon, warum das so ist. Und dann eben hier wieder die Vorschau auf unserer neuen Vorlage. Genau. Es taucht jetzt momentan dieser Beitrag von diesem anderen Mitglied, von der Trapp Alina, noch gar nicht auf, denn ich müsste einmal einen Neustart der ganzen Software machen, denn ich glaube, hier braucht er unbedingt einen Neustart. Wenn sowas verkettet wurde vorher, dann muss man mal neu starten. Ich versuche das jetzt aber jetzt gerade nicht, weil das würde viel zu lange dauern. Aber es wird ja dann sowieso nochmal ein Praxisseminar geben, ein Webinar geben, in dem das Ganze dann nochmal ganz deutlich dargestellt werden kann. Aber was wir also jetzt hier sehen an der Stelle hier, ist, dass wir also jetzt hier, je nachdem, wie viele Beiträge eben jetzt ein Mitglied hat, werden jetzt eben entsprechend viele Beiträge eben hier entsprechend angezeigt. Das ist eben diese ganz große Neuerung. Ganz genau. Und wie gesagt, wir können also jetzt hier nicht nur die eine Tabelle hier verwenden. Nein, wir haben also hier die Möglichkeit, mit beliebig vielen Tabellen auch auf einem Blatt Papier zu arbeiten. Das bedeutet, ich könnte mir so jetzt hier in meine Serienbriefvorlage also durchaus jetzt noch hier eine zweite Tabelle mit einbauen. Das mache ich jetzt auch mal. Einfügen, Berichtscontainer. Und ich mache das jetzt extra hier unten. An diese Stelle, Sekunde, na, will ich jetzt nicht abbrechen. Ich brauche jetzt erstmal einen formatierten Text, den ich hier unten hinsetze. Und zwar deine Abteilungen schreibe ich jetzt mal rein. Also im Endeffekt hier nochmal eine zweite Überschrift rein. Na, das war jetzt aber blöd, weil das ist ja ganz was anderes. Das ist Areal 12. Macht man das da unten? Nein, mir gefällt Areal nicht. Macht man das auch 12? Genau, also ich habe jetzt hier ein weiteres einfaches formatiertes Textelement. Das setze ich jetzt direkt drunter. Das kann ich also, wenn ich will, auch mit etwas Abstand setzen. Kann sich jeder aussuchen. Kann man machen, wie man will. Ja, dann nehme ich einen weiteren Berichtscontainer und auch den packe ich jetzt hier direkt runter. Ziehe diesen Berichtscontainer auf, wähle hier wieder aus Tabelle und könnte jetzt zum Beispiel die Tabelle der, hier ist garantiert was drin, die Tabelle der Sparten, der, sprich der Abteilungen wählen. Auch hier kann ich jetzt wieder auswählen, was ich denn aus den Abteilungen der Mitglieder hier eben ein oder anzeigen will. Jeder, der immer meint, das ist so ganz einfach bei uns, das ist es nicht, sondern das ist alles, was man bei so einer Abteilung einstellen kann. Das ist alles völlig verrückt. Das bedeutet also, ich kann zum Beispiel das Eintrittsdatum in die Abteilung, dann den Namen der Abteilung und eventuell auch ein Austrittsdatum aus der Abteilung eben jetzt entsprechend in einer Tabelle darstellen. Ja. In der Tabelle ist das Unsinnigste die Fußzeile. Also auch die lösche ich jetzt raus. Man hat aber eh keine Summe gebildet. Und rein aus optischer Sicht will ich auch hier wieder das verändern. Kalibri 10 und das Ganze hier hinten ebenfalls dann auch wieder mit Kalibri 10. Natürlich könnte man jetzt hier übrigens natürlich die Überschriften nur austauschen, ist auch klar. Kalibri in dem Fall dann 14.
dass das Ganze eben hier ein bisschen Bild ergibt. Das Ganze können wir also jetzt hier noch ein bisschen rüber, hier ein bisschen nach rechts, dass wir also auch für lange Abteilungsnamen entsprechende Möglichkeiten haben. Schauen wir uns das Ganze wieder an innerhalb der Vorschau, wie sowas aussehen würde. Ich schließe das Ganze wieder, speichere das und gehe das Ganze dann oder gebe das Ganze jetzt dann aus. Und dann sehen wir auch gleich mal, was der große Nachteil an diesen nicht verketteten Daten ist, an diesen nicht verketteten Tabellen. Denn wenn wir das Ganze nicht verketten, also nicht voneinander abhängig machen von der Positionierung her, dann werden natürlich diese Tabellen genauso gedruckt, wie wir die einstellen. Das würde dann im Endeffekt hier so aussehen. Man sieht, ich habe kein einziges Ablaufdatum drin und ich habe also jetzt hier wunderbar meine ganzen Abteilungen des Mitglieds angezeigt. Das Ganze ist natürlich wunderhübsch, vor allen Dingen, wenn also jetzt jemand eine Folgeabteilung hat, sprich, er hat also einen Abteilungsaustritt. Ich habe diese ganzen Spalten mit dabei, die kann ich ausgeben. Also was hat er jetzt für Abteilung, dann Folgeabteilung, wenn die also endet und wann kommt die Folgeabteilung. Das kann ich alles wunderbar jetzt darstellen. Vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt, es geht natürlich oder gibt natürlich auch hier die Möglichkeit, dann später auch im Querformat zu drucken, aber das, glaube ich, ist obsolet zu erwähnen. Genau. Und hier merken wir spätestens, dass es jetzt natürlich schon designtechnisch wirklich wichtig ist, dass wir die Höhe oder die Positionierung dieser einzelnen Elemente hier durchaus also eventuell abhängig machen von den entsprechenden Tabellenlängen. Das will ich jetzt mal versuchen. Ich hoffe, dass ich es auf Anhieb hinbekomme. Weil, wie gesagt, ich habe gestern begonnen, mir das mal anzuschauen und wir haben momentan mehr Mitglieder oder mehr Vereine jeden Tag, als wir jemals hatten. Also momentan haben wir viel Arbeit. Das ist ganz gut. Viel Arbeit ist immer viel besser als keine Arbeit. Gut. Bearbeiten. Ja, das ging übrigens schon immer. Was ich jetzt zeige, das funktionierte schon immer von Anfang an. Nur, das hat nie irgendjemand verwendet, weil wir bis jetzt eben immer mit sehr statischen Texten gearbeitet haben. Aus diesem Grund war es nicht nötig, dass ich das Ganze zeige. Jetzt ist das Ganze nötig, denn wir haben jetzt zum Beispiel dieses Element hier und ich will die Position dieses nächsten Elements abhängig machen von der Länge der Tabellenzeilen, die hier entsprechend berichtet werden. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich brauche diesen Punkt hier, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, denn diese bleiben immer bestehen, auch die Tabelle als solche bleibt bestehen, aber diese beiden Elemente hier unten sollen dann eben von der Anzahl der hier dargestellten Tabellenzeilen abhängig gemacht werden. Ich würde es gerne richtig machen, deshalb zeige ich das jetzt mal. Und zwar gibt es, wenn ich hier also im Register der Objekte mit der rechten Maustaste auf so einen Container klicke, kann ich mir eine sogenannte Objektliste anzeigen lassen. Das ist hier die Objektliste und wir sehen, wenn wir also das anklicken, zeigt er mir also auch hier, wo sich dieses Objekt gerade befindet. Ich beginne mal ganz oben. Das kann man jetzt so benannt lassen. Ich würde das aber gerne umbenennen auf Absenderadresse. Dann das nächste. Ist der Empfängerblock. Dann der Betreff eventuell. Das ist zwar mehr Arbeit, das gebe ich wohl zu. Aber diese Arbeit lohnt sich in der Regel, weil man einfach besser damit klarkommt. Genau, das ist die Beitragstabelle. Dann hier Abteilungsüberschrift. Und das letzte eben dann die Abteilungstabelle. Genau.
Ja, jetzt beginnt man ganz oben. Das bedeutet, also was ist ganz oben? Das brauche ich nicht verketten, das brauche ich nicht verketten, das brauche ich hier nicht verketten. Was ich aber jetzt gerne verketten wollte oder würde, das ist im Endeffekt diese Überschrift hier mit der Höhe dieser Tabelle. Das bedeutet, ich wähle jetzt die Beitragstabelle aus und stelle jetzt hier ein, was denn hier folgen soll. Also was verkettet, also mit was ich das verkette, also was auf dieses Ding hier folgen soll. Und das ist in meinem Fall hier diese Abteilungsüberschrift. Das würde ich gerne verketten. Das hat er jetzt verkettet. Aber ich würde das jetzt nicht zeitlich, das braucht man nicht ignorieren, sondern ich würde jetzt hier das Ganze gerne individuelle Positions- und Größenanpassung, und zwar vertikal, horizontal ist er von links nach rechts, vertikal von oben nach unten. Und ich würde das jetzt gerne vertikal verketten, relativ zu Ende. Das bedeutet, je nachdem, wo das Ende des oberen Objekts ist, wird eben dieses neue Objekt dann entsprechend dargestellt. Und dann kann man übrigens hier stehen bleiben und kann sofort sagen, also das ist ja mit dem verkettet und das hier verketten mit. Und jetzt die Abteilungstabelle, kann man das gleiche wieder einstellen. Alles wunderbar. Größenanpassungen braucht man nicht. Und dann, okay. Und jetzt sieht man hier schon in diesem Objekt Explorer, jetzt sind diese Objekte eben entsprechend miteinander verkettet. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich mache das, wie gesagt, sehr selten. Und wenn nicht, dann bis zum richtigen Seminar kann ich es. So, jetzt nehme ich mal hier alle Mitglieder und dann wählen wir wieder drucken, Briefempfänger ignorieren, Brief. Drücken mal die Daumen, dass das Ganze jetzt entsprechend gut ausschaut. Ha, ich sehe es schon, also ich kann sagen, jawohl, so passt es. Also da sieht man mal, was dieser große Vorteil dieser Verkettungen ist. Denn jetzt kann man sich natürlich das vorstellen, je nachdem, wie lang das bei irgendeinem Mitglied ist, werden jetzt diese Tabellen also auch mit den entsprechenden Höhen eben wunderbar dargestellt. Ja, und wie gesagt, in meinem Verein, ich persönlich oder mit meinen Vereinen muss ich sagen, ich warte schon seit 10 Jahren auf dieses Update. Traumhaft schön. Das war's fürs Erste. Nur dieses kleine Update-Seminar. Es werden hier noch natürlich Seminare folgen. Vor allen Dingen werde ich das Ganze mit deutlich mehr Beispielen ausgestalten, weil wir ja wollen, dass diese neue Tabelle oder dass diese neue Vorlagenart Brief im Endeffekt alle anderen beiden Vorlagenarten Serienbrief und Mitgliederbrief ersetzt. Natürlich ersetzt es auch den Tabellen- und den Seriendruck eigene Tabellen. Braucht man überhaupt nicht überlegen. Sobald ich eine eigene Tabelle mit Mitgliedern verbunden habe, brauche ich auch das nicht mehr. Das bedeutet, schlussendlich habe ich nur einen einzigen Briefvorlagentypen, mit dem ich im Endeffekt alles im Verein, was die Kommunikation betrifft, eigentlich hier abdecken kann.